Jetzt machen wir Beichten. Beichten, Beichten. Gib mir eine Sekunde Zeit, ich mach mich ganz kurz fertig. Wir gehen rein, Chat. Wir gehen rein in die Beichten. Heute heißt es mal wieder, ihr dürft alles, alles was euch bedrückt, hier beichten. Wir fangen an. Hallo? Hallo. Also erstmal, ich habe aus meinen letzten Dating-Tipps vom Date-Doktor gelernt. Ja. Jedenfalls, Vater, ich habe gesündigt. Mhm. Ich habe dann eben auf die Tipps von Ihnen gehört und jemanden auf Insta kennengelernt. Okay. Ein Mädchen. Okay. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, hey, lass mal treffen. Wir haben dann ja gesagt, haben uns getroffen. Ich war halt 5 Minuten früher da, damit ich halt die Person sehen kann, ja, wer das ist, ob das auch wirklich ein Mädchen war. Okay, ist und ja dann wichtig. Ist so ein Punkt 15, ja. Ansonsten steht da unabsichtlicherweise ein circa 29-jähriger Mann da. Ja. Ja, also dann ist um Punkt 15 Uhr ein 29-jähriger Mann da gestanden. Okay. Und dann hat er mich gesehen. Ich war nämlich hinter einer Säule versteckt, aber sehr gut anscheinend nicht. Mhm. Also habe ich dann halt gesagt, hey, bist du der von Insta? Hat er gesagt, bist du der von Insta? Und dann habe ich gesagt, nein, und bin weggegangen. Ja, ich habe da noch ganz kurz, wenn du vielleicht einen kleinen, hörst du gerade den Stream, ja, ne? You got jebaited. Ja, jetzt. Yes. Mach kurz an. You got jebaited. Was? Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und ich wünsche dir alles Gute in der Zukunft. Mach's gut, danke dir, ne? Dankeschön. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hi. Moment, ganz kurz, der Song slappt gerade anders. Kleinen Moment, ja? Sorry, erzähl mir deine Beichte. Also ich war vor 2 Jahren mit einem guten Kollegen von mir in Thailand, in Bangkok. Okay. Wie man natürlich weiß, in Bangkok gibt es das ein oder andere Lokal, wo man denkt, es wären alles Frauen. Du meinst in einem Restaurant? Ja, in einem Restaurant, genau. Ich bin dahin und da hat man sich da mit so einer Dame eingetrunken und man hat halt dann ist man in so ein Zimmer gegangen und dann... Du meinst, ihr wolltet dann zusammen das Ping-Pong-Match quasi spielen? Genau, und wir wollten sie das hat Ping-Pong... Sie hat aber theoretisch zum Tischtennistisch 2 Bälle zu viel mitgebracht. Genau. Oh. Das ist es. Ganz genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles gut, danke. Ich grüße dir Monte, tschüss. Ja, ich auch und Jappi auch. Okay. Ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja nichts Verwerfliches. Hallo? Hallo? Hast du jetzt lauter gemacht? Ich glaube schon, hallo. Okay, erzähl's mir. Also, es war Grundschule, 4. Klasse, Klassenfahrt. Mhm. Ganz kurz, möchtest du es dir nur von der Seele reden oder auch hier um Vergebung bitten? Von dir nicht, nee. Okay, erzähl's mir einfach. Also, es war 4. Klasse, wir waren so im Zimmer, also meine Klassenkameraden und ich. Wir hatten, ich weiß die Idee leider nicht, so eine richtig dumme Idee. Mhm. Wir wollten in das Zimmer von unserer Lehrerin gehen auf Klassenfahrt. Klar. Und den Schlüssel klauen. Mhm. Erstens haben wir so Geräusche gehört. Das Zimmer war halt etwas weiter weg. Und dann haben wir die Tür so leise aufgemacht und dann haben wir sie halt gesehen, wie sie mit dem anderen Lehrer was gemacht hat. Was hat sie gemacht mit dem anderen Lehrer? Klassenarbeiten korrigiert? Ja, und die Lehrerin, die ist irgendwie über 60. Und der andere Lehrer? Ich glaube, bisschen über 30. Trinkst du Bier? Leider nicht, noch nicht, nee. Achso, wie alt bist du? 14. Dann würde ich dich jetzt runtermoven in den Paulanergarten. Mach's gut, ne? Ciao. Hat er, glaube ich, nicht verstanden. Machen wir weiter. Hallo? Hi. Hi. Okay, also folgende Geschichte. Ich war ein junges Mädchen und... Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich etwas älter. Okay, gut. Wir wollen ja hier nicht ins Detail gehen, klar. Auf jeden Fall bin ich auf einem Bauernhof groß geworden und wir hatten in unserem Garten eine Landschildkröte. Ja. Und die habe ich gehasst, weil die immer, wenn ich barfuß gelaufen bin im Garten, mir immer in die Zehen gebissen hat. Mhm. Auf jeden Fall habe ich denn eines Tages mir gedacht, dass ich einfach das Gatter auflasse, weil ich gedacht hätte, dass sie sozusagen dann verschwindet. Mhm. In der Zeit, als ich das Gatter aufgelassen habe, ist der Hund gekommen und hat ihr den Kopf abgebissen.
Und mein Bruder war sehr traurig darüber, dass die Schildkröte tot ist. Das war die Schildkröte von deinem Bruder? Ja. Und die ist jetzt wegen dir tot? Ja. Aber es ist wirklich schon viele, viele Jahre her. Wie alt warst du da? So 7 oder 8. Also es muss so eine Grundschulzeit gewesen sein. Also ich wollte halt sagen, dass alles, also alles bis 4 hätte der und der liebe Herrgott durchgehen lassen. Aber darüber hinaus bist du, hast du einen Verstand. Also das verjährt nicht, ne? Das musst du jetzt mit dir rumtragen. Aber das ist doch hier ein Beichtstuhl. Ich dachte, wenn man einmal beichtet... Nee. Du bist eine Mörderin. Okay, danke, lieber... Ich hoffe, dir geht's jetzt besser, ja? Ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser. Mögest du auf ewig mit der Schandtat leben, ne? Danke. Nein, hey, ich vergib dir, alles gut hier. High five. So sind wir, die Schildkröte und ich. Ich FaceTime ihn kurz. Yo. Ja, ich sehe sie hier, sie läuft durch den Himmel, alles fein. Alles gut. Oh, nee. Hallo? Ich bekomme... Hallo? Chillig, ich bekomme Mindestlohn. Kann ich dir helfen? Oha, ey, ich bin drin! Ja. So ein spannendes Mikrofon hast du. Ja, okay. Also, ich habe 3 Dinge. Einmal, ich habe mit meinem Freund ein Feld abgefackelt. So mit Feuerzeug, dann hat Flamme und dann Feuerwehr, Polizei, alles. Die Polizei hat uns gesucht, aber kein Problem. Okay, kein Problem. Ja, kein Problem. Kann mal passieren. Ist klar. Nicht schlimm. Und dann, ich habe meinen Lehrer aus der Klassenvideokonferenz im Online-Unterricht rausgeworfen. Okay. Das ist schon Haram, oder? Nö. Du hast immerhin keine Schildkröte umgebracht, ne? Aber ich sag mal so, das Feld hast du abgefackelt, ne? Und es kann gut sein, dass auf dem Feld auch sicherlich ein Hase verbrannt ist, ne? Ich sag's mal so, wie es ist. Stell dir das Schlimmste vor und irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit, ne? Also dann, ich wünsche dir eine schöne Albträume. Hallo. Nee. Danke. Danke. Es freut mich immer, dass ich helfen kann, ne? Hallo? Also, Vater Sebast. Was hast du gerade gesagt? Vater Sebast, ich habe zu beichten. Wer ist Sebast? Mach weiter, erzähl's mir. Ja, ich stehe auf Steine. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich stehe auf Steine. Okay. Tatsächlich war ich sogar mit einem zusammen. Aber leider muss ich sagen. Am Ende flog sie sogar und sie brach ab. Es ging sogar so weit, dass ich mir einen neuen suchen musste. Und am Ende bei Kevin landete. Hey YouTube! Kevin war der erste Stein, der mich sogar verstanden hat. Alles klar. Es ging sogar so weit, dass ich mit Kevin zusammenkam. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde dann jetzt... Ey. Ne? Nee. Ja. Nee. Wir wissen beide, dass... Ne? Nee. Doch. Okay, tut mir leid. Okay. Ich störe. Imagine, ich wäre wirklich Pfarrer. Unterhosen, X-Unterhosen, Entschuldige. Ja. Interessanter Name, erzähl's mir. Also ich war zwar in der ersten Klasse Gymnasium. In der ersten Klasse vom Gymnasium, ja, wir kennen's alle. Ja, und ich hatte so eine Haube, so eine Weihnachtsmütze. Eine Nikolausmütze, ja. Ja, und ich hatte mir in die Hose gelegt und ich weiß nicht warum, ja. Es war einfach random. Ja. Und ich hatte die Unterhose in die Weihnachtshaube gemacht. Und dann habe ich die eben versucht zu verstecken, das ist mir auch mehrere Male passiert. Bis meine Mutter irgendwann mein Zimmer sauber machen wollte und diese Mütze entdeckt hat. Und an diesem Tag war halt zufällig ein Freund von mir da. Und ich habe das Ganze dann auf ihn geschoben und gesagt, ich hab ihm eine Unterhose ausgeliehen von mir und er hat seine Unterhose in die Unterhose getan. Auf Wiedersehen, lieber Revi. Alles klar. Ehrenlose Seele.